Okay, dann hoffe ich mal, dass es jetzt einigermaßen ruckelfrei bleibt. So. Also. Gut. Die Königin wusste einen Kampf unausweichlich, also ließ eine Verteidigungslinie bilden und zog ihr Schwert. Also wieder mal gegen Nilfgaarder. Immer das Gleiche. In Rossberg wurde mir klar, dass Nilfgaard diesen Krieg nicht begonnen hatte, um Grenzen oder Machtgefüge zu verschieben, sondern beabsichtigte, den Norden niederzubrennen und auf seiner Asche eine nilfgaardische Welt zu errichten. Die Lyrier kämpften also nicht um die Ehre oder um Reichtümer, sondern ums Überleben. Hinweis, schalte die Späher davon ab, Verstärkung zu rufen, Story-Schlacht mit Sonderregeln und ein verkürzter Kampf. Ich habe meinen Kartendeck nicht angepasst. Halte die Späher davon ab. Gut, Ike behalten wir natürlich. Spionage, ja, wir nehmen den hier mal raus. Einer davon reicht. Aber Läste wäre eigentlich noch ganz nett. Hoheit, es sind noch nilfgaardische Kämpfer in der Stadt. Na dann, hätte da vielleicht auch noch wieder einen davon wegnehmen können. Speer, rufe nach 4 Zügen zu Beginn des Zugs Reservisten herbei. Todeswunsch, erhöhe ihre Timer um 2. Reservisten, verringere den Timer jeden Zug zu Beginn des Zugs um 1. Läuft der Timer ab, ziehe so viele Karten, bis deine Hand voll ist. Ei. Gut. Wir machen Folgendes. Wir setzen gleich mal unsere Fähigkeit auf die Speer ein. Dann sind die nämlich weg. Und dann kommt nämlich der Schleuderer noch dazu. Und dann sind die Speer erstmal Geschichte. Aber erhöhen den Timer. Dann war das vielleicht gar nicht mal so gut. Auf der Timer ziehe so viele Karten, bis deine Hand voll ist. Also doch, wir erhöhen den Timer. Das ist super. Das ist perfekt. Alles schön. Alles ist schön. Das stimmt nicht in den Zauberbüchern. So, generiere einen zufälligen Trank in deiner Hand. Das ist sehr nichtssagend. Die hätte ich eigentlich dann ganz gerne auch für die Speer. Wieder und wieder und wieder. Holen wir uns mal so einen Kollegen hier. Ach, Chase! In Twee! In Twee! Verdammtes Pack! Dafür werden sie büßen! 8. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der Timer ist eigentlich schon durch. Ja. Der Timer ist eigentlich schon durch. Oh, spielen wir mal den Spion. Wir müssen einen Zahn zulegen. Und wieder an die Front. Finde ich super, dass er die gerade verbessert. Schaden scheint er jetzt auch nicht groß zu machen. Wir könnten jetzt eigentlich mal so einen hier spielen. Und Speer kommen aktuell auch nicht nach. Aber gut, kann natürlich noch passieren. Gut, Spion hat jetzt 15, das hat schon mal viel gebracht. Aber dass der jedes Mal die stärker macht, ist natürlich echt schlecht. Aber gut, können wir jetzt nicht viel dran ändern. Dies bringt uns gerade überhaupt gar nichts. Ja, holen wir uns noch eine Kavallerie und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir die jetzt schnell kaputt kriegen. Wieso zieht er eigentlich wieder nach? Ich will es nicht glauben. Wer soll denn nachziehen dürfen? Alle 4 Züge zieht er eine Karte, wenn er gerade am Verlieren ist. Aha. Aha. Das ist ja auch wieder so eine Sache. So, auf die 12. So.
Und dann können wir eigentlich die drei auch noch mal ein bisschen rumwirbeln. Der ist jetzt ja eh weg. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Ach, Chase! In zwei! In zwei! Das hier wird knapp. Das wird knapp. Wenn der das macht, dann haben wir echt schlecht Karten. Ike bringt uns gar nichts diese Runde. Jetzt ist eine Karte links von ihr. Das ist blöd, dass der hier hingekommen ist. Und dass wir den nicht auf sich selbst ansetzen können, dann müssen wir den jetzt hier hinsetzen. Mach dich bereit, wenn du einen Funken Ehre besitzt. Und wieder an die Front. Ja, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Guten Tag, was gibt's? So. Gut, bei uns überall minus 1, das ist ziemlich egal. Das ist sogar ziemlich gut, weil der jetzt ordentlich einen draufkriegt. Er hat gepasst. Dann passen wir auch. Und dann hat's geklappt. Haltet Ausschau nach dem Events Bannern. Wir müssen ihn finden. Sehr schön. Die Lyrier hatten jedoch Glück im Unglück. Rosberg war zwar gefallen, doch die Nilfgaarder hatten nur wenige Männer zurückgelassen, da sie nicht mit Verstärkung aus dem Süden gerechnet hatten. Mewe führte ihre Männer zum Sieg und eroberte die Festung zurück. Oder das, was davon noch übrig war. Nee, Ossel. Was die Nilfgaarder nicht zerstört haben, haben sie verbrannt, als sie in der Stadt waren. Zahllose verkohlte Leichen von Verteidigern und schutzsuchenden Bauern lagen in den geschwärzten Trümmern. Manche hatten versucht, ihre Kinder mit dem eigenen Leib vor dem Feuer zu schützen. Vergebens. Ihr Götter, sagte die Königin und schlug eine Faust gegen die Mauer. Mewe wollte gerade den Befehl zum Ausrücken geben, als sie ein zartes Wimmern unter einem Haufen Schutt vernahm. Ihre Soldaten eilten sofort zur Rettung herbei und schafften die Steine mit bloßen Händen beiseite. Dann rief einer von ihnen: Hier! Er lebt noch! Der Mann, den sie aus den Ruinen zogen, hatte schwerste Verbrennungen. Sein Gesicht war blutig und versengt und er roch nach verkohltem Fleisch. Doch als er die schwarze Reila erblickte, stand er wackelig auf, hob zitternd eine Hand und salutierte. Sapeurleutnant Xavier Lemmens meldet sich zum Dienst. Arzt! Schickt einen Arzt! Lemmens? Was zum Teufel ist passiert? Weiß ich nicht. Ich war auf dem Ostturm. Heißes Öl auf die Nilfgaarder runterkippen. Ein Katapulttreffer. Der Kessel kippte, alles ging in Flammen auf. Dann weiß ich nichts mehr. Die Festung ist gefallen. Gefallen? Verfluchtes Goyatel! Was war das? Wir waren gut vorbereitet. Wir hätten einen oder zwei Monate durchgehalten. Aber es gab Verräter, Elfen, Zwerge. Sie hatten Sprengladungen platziert. Eine Explosion hat den Turm erwischt. In der Mauer klaffte ein Loch. Wir warfen uns hinein, um es zu füllen. Dreckiges Pack, dreckiges Pack! Ich weiß, du leidest, Soldat. Aber Königin Mewe will sich mit König Demavin treffen. Wir müssen wissen, was aus ihm geworden ist. Fort. Zum Glück. Er überwachte die Vorbereitungen und kehrte nach Aldersberg zurück. Vor etwa 3 Tagen. Dann gehen wir dorthin. Renard, wir ziehen weiter. Wartet, euer Gnaden. Hat noch jemand überlebt? Irgendjemand? Tja, wissen wir nicht. Die Nilfgaarder haben vielleicht Gefangene gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier der Auswirkung sein soll. Wir beruhigen ihn mal ein bisschen. Die Nilfgaarder haben vielleicht Gefangene gemacht. Wie konnten sie nur? Eine ganze Stadt? Diese Tiere? Soldat,
Meine Heiler werden sich um dich kümmern. Dann bringen wir dich nach Hause. Das ist mein Zuhause, Rossberg. Ich bitte euch, nehmt mich mit. Lasst mich Rache üben. Ich schätze deinen Kampfgeist, Zapör. Aber in dem Zustand... Euer Gnaden, ich kann weder Schild noch Schwert halten, aber ich kann trotzdem kämpfen. Ich bin Sapeur, Belagerungstürme, Ballisten, Brücken, was ihr wünscht. Bitte gebt mir eine Chance. In Xaviers rauer, verzerrter Stimme lag ein solch tiefer Schmerz, eine solche Wut, dass Mewe seinem Drängen nachgab. Als die Heiler seine Wunden versorgt hatten, machten sich alle in Richtung Aldersberg auf, um Demerwend und den Nilfgaardern zu folgen. Irgendwann auf der Reise ritt die schwarze Reila neben Mewe. Ihr Mund war eine dünne Linie mit blutigen Bissen. So, wir haben Xavier Lemmens dazu bekommen. Herrin, der Weg nach Aldersberg führt durch den Moderwald. Dort treiben sich Elder ins Eichhörnchen rum. Die haben meine Leute getötet. Und Rossberg den Schwarzen überlassen. Reila atmete tief durch, um ihre zornbebende Stimme zu festigen. Bitte, Majestät, ich bitte euch inständig. Lasst sie uns jagen und vernichten. Mewe nickte leicht. Der Weg nach Aldersberg würde lang werden und viele Gefahren bergen. Oh, da gab es auch mal einiges dazu. Und im Inventar haben wir... den Bericht von Eldains Kommando. Neuen Berichten zufolge befehligt ein Elf namens Eldain eine beachtliche Streitmacht im Moderwald. Die Mannstärke entspricht mindestens der Begleitung eurer Hoheit. Extreme Vorsicht ist angeraten. Eldains Hintergrund, assimilierter Händler in Guleta, radikalisiert nach Tod seiner Familie beim Pogrom 1246. Augenzeugen zufolge ist Eldain nicht zu trauen. Er hält sich nicht an Abmachungen und bricht sein Wort. Okay, so. Wenn wir jetzt also vermehrt gegen Skoyatel kämpfen tatsächlich, dann sollten wir die schwarze Reila schon drin lassen. Ansonsten hätte ich sie jetzt nämlich rausgenommen, weil sie uns nicht so viel bringt. Das Krafttonikum kommt auf jeden Fall raus und dann würde ich eigentlich gerne wieder... Was? Das ist auch lustig. Zwinge zwei Einheiten dazu, sich gegenseitig zu duellieren. Verbessere die Schwächste. Genau, das nehmen wir wieder rein. So, den bunten Ulfried. Eifer, Befehl. Wähle eine Karte mit Befehlfähigkeit aus und gib ihr eine Ladung. Nö, das überzeugt mich jetzt auch nicht so sonderlich, muss ich sagen. Dann bleiben wir doch einfach bei unserem Deck. Scorn befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld, kräftige sie um 1, wann immer eine gegnerische oder eine verbündete Karte verschoben wird. Genau, das bringt uns ja auch nicht sonderlich viel. Wenn wir jetzt tatsächlich mal gegen Skoyatel kämpfen, dann bringt uns die schwarze Reiter schon was. Ansonsten war sie bisher, ja, nicht so nützlich. Dann würde ich gerne gucken, was wir uns jetzt noch Schönes gönnen können. Wir können 4 Schätze ausrüsten. Ich glaube, das machen wir auch mal. Dann können wir jetzt wieder 1 reinnehmen. Ich glaube, ich möchte mal das Duellieren mit dabei haben. Damit ist ja dann auf jeden Fall eine gegnerische Einheit weg. Das kann schon viel bringen. Und wir können uns jetzt mit der schwarzen Reile unterhalten. Kannst du mir mehr über diesen Eldain erzählen? Er sollte hängen. Ich dachte mehr an etwas, das uns im Kampf nützen würde. Also, dem Bastard ist nicht zu trauen. Er respektiert unsere Gesetze und Prinzipien nicht. Der König hat einmal einen Boten zu Eldain geschickt, gegen meinen Rat. Wir fanden ihn am nächsten Tag mit ausgestochenen Augen und einer weißen Flagge im Rachen. Also, ist Diplomatie vielleicht nicht der beste Kurs? Was ist mit Kampf? Welche Taktik nutzt er? Er ist wie jede andere Elfenmade. Meidet offene Schlachtfelder und greift feige aus dem Hinterhalt an. Ich finde, wir sollten den Wald niederbrennen. So kann er sich nicht mehr verstecken. Das klingt etwas drastisch. Sie würden uns ohne zu zögern dasselbe antun.
Glaub mir. Raela, wie geht es dir? Wie meint ihr das? Ganz Edirne steht in Flammen. Über deinen Städten wehen nilfgaardische Flaggen. Bekümmert dich das nicht? Natürlich tut es das. Ich war 5 Jahre lang in Rosberg stationiert. Ich kannte die ganze Einheit beim Namen. Aber es ist Krieg. Es ist zwecklos, darüber zu klagen und zu flennen. Ich verstehe. Aber wenn du jemals reden möchtest... Möchte ich nicht. Aber danke für eure Sorge, Hoheit. Ich muss los. Reden wir später. Okay, dann haben wir jetzt natürlich auch noch Xavier. Hoheit, danke, dass ihr mir gestattet habt, eure Armee beizutreten. Gewiss, Xavier. Jeder Feind Nilfgaards ist unter meinem Banner willkommen. Was hat der Heiler gesagt? Ist es nicht zu früh für dich, wieder zu arbeiten? Ich kann wirklich wieder einen Hammer halten, aber die Narben brennen wie der Teufel. Herrin, ich weiß, mein Anblick ist schwer erträglich. Wenn er euch anwidert, kann ich... Unfug. Die Nilfgaarder sollten sich schämen, nicht du. Du hast nichts zu verstecken. Danke, Herrin. Es bedeutet mir viel, dass ihr das sagt. Du hast lange in König Demavens Armee gedient, nicht wahr? Ja, Hoheit. Warum bist du dorthin gegangen? Der König brauchte Ingenieure. Ich bin seinem Ruf gefolgt. Du bist nicht gerade gesprächig. Ich baue euch jede Brücke und Balliste, aber reden schmerzt. Verstehe, kein Problem. Auch ich ziehe Taten Worten vor. Ich habe noch anderes zu tun. Wir reden später. Wie ihr wünscht. Okay, dann können wir das Lager wieder verlassen. Schade, dass Willem nicht hier ist. Wenn er das sehen und die verbrannten Leichen riechen könnte, vielleicht würde er begreifen, mit wem er sich jetzt abgibt. Wen er kampflos reingelassen hat. Wenn Majestät wünscht, sende ich dem Prinzen einen Reiter mit einem... Ich wünsche nichts dergleichen. Ich kommuniziere nicht mit dem Feind. Zwerge haben die Mauern durchbrochen. Verräter. So. Neue Markierungen hinzugefügt. Hier haben wir nochmal Rekruten und dann haben wir hier auch nochmal wieder ein bisschen Spaß. Ach, hier muss man ganz außen rumlaufen, um da runterzukommen. Okay. Können wir ja machen. Zwerge haben die Mauern durchbrochen. Verräter. Wo ist der König? Warum überlässt er uns den Schwarzkitteln? Alles genommen. Alles. Ich würde in den Wald gehen, aber die Eichhörnchen. Zwerge haben die Mauern durchbrochen. Verräter. Okay, ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Zwerge und Skoyatel. Noch spaßig. Hier kommen wir nicht hin. Das heißt, wir können jetzt eigentlich auch gerade nur dem Weg folgen. Wir sind hier, dann können wir hier runtergehen, aber erst hier oben. Da ist noch ein interessanter Ort. War da ein Hund? Das gefällt mir überhaupt nicht, sagte Gascon stirnrunzelnd. Meve folgte seinem Blick. Vor ihnen, am Straßenrand, stand eine Hütte mit verbranntem Strohdach. Warum? Die Hütte ist verlassen, aber am Dach hängen Trockenfrüchte und Pilze. Überall wütet die Hungersnot und niemand gerät in Versuchung? Ich würde einen Speer hinschicken. Die Königin befolgte Gascons Vorschlag und entsandte 3 Infanteristen. Sie betraten die scheinbar leere Hütte und hörten ein Knurren, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Soldaten stürzten panisch und stolpernd ins Freie. Meve zog ihr Schwert und erwartete schon eine Horde Neckar oder Ghule. Doch ihre Furcht war unbegründet. Statt blutrünstigen Monstern trottete ein struppiger Hund aus der Hütte, einen abgerissenen Stofffetzen im Maul. Herrin! Begann einer der Soldaten mit Schamesröte im Gesicht,
und bedeckte das Loch in seiner Hose mit den Händen. Da drin war es stockfinster und der Köter hat uns aus dem Nichts heraus angefallen. Zähne und alles. Böser Hund, sagte Gascon lächelnd und zog ein Stück Trockenwurst aus der Tasche. Das großzügige Geschenk beruhigte den Hund augenblicklich. Wie sich herausstellte, war der Hund der einzige Bewohner der Hütte. Wie viele andere in Edirn waren seine Besitzer spurlos verschwunden. Das treue Tier hielt jedoch immer noch Wache und wartete auf ihre Rückkehr. Nehmen wir ihn doch mit, sagte Gascon. Sonst stirbt er. An seinem Hunger oder am Hunger eines anderen. So, ich weiß, was China sagen würde, aber China wird jetzt nicht gefragt. Wir nehmen den Hund mit. Wir könnten einen Wachhund im Lager gebrauchen, sagte Mewe. Gut, er kann mitkommen. Aber er braucht einen Namen. Wie wär's mit Renard? Schlug Gascon mit einem schiefen Grinsen vor. Dann kommt er auf Ruf, gehorcht auf Befehl und startet den Tag mit einem Appell. Gebell. Hüte deine Zunge, sagte Renard und hielt den Griff seines Schwerts umklammert. Oder du wirst erfahren, dass ich nicht so zahm bin, wie du glaubst. Aufhören, alle beide. Das ist ein Befehl. Was dich betrifft. Mewe sah sich den Hund genau an, der immer noch einen Stofffetzen im Maul trug. Da du scheinbar Geschmack an Unterkleidung gefunden hast, nenne ich dich Bruchhold. Wie hört sich das an? Der Hund wedelte wild mit seiner Rute. Sein neuer Name schien ihm zu gefallen. Mewes Truppe brach auf. Und mit ihnen ihr pelziger neuer Rekrut. Aus Gründen, China, wirst du nicht gefragt. Aus Gründen, weil sonst hätten wir den Hund nicht mitnehmen können. Wir haben Bruchhold bekommen, sogar eine Karte. Okay. Gucken wir doch mal rein, was der Bruchhold so kann. Bruchhold. Immun. Permanente Zähigkeit. Spielst du eine Goldkarte aus, rufe Bruchhold aus deinem Deck herbei. Diese Einheit darf dann deine Hand nach Leckerlis durchsuchen. Ist halt einfach eine 7er Karte, die dann einfach mitkommen kann. Nö, die lassen wir jetzt hier im Deck. Aber immer schön, wenn wir Möglichkeiten haben. Okay. Dann gehen wir hier einmal rum und dann müssen wir unten nochmal gucken. Denn da ist ja auch noch ein bisschen was zum Holen. Ach, da unten waren wir sogar schon. Nicht klar. Dann haben wir jetzt hier noch ein Rätsel und Loot. Mewe verließ die Hauptstraße, um nilfgaardische Patrouillen aus dem Weg zu gehen. Der Umweg brachte jedoch andere Gefahren mit sich. Die Lyrier verloren im nebligen Wald die Orientierung. Sie folgten einem zugewachsenen Pfad und stießen auf eine verfallene Wohnstadt. Sie wirkte verlassen, doch solche Eindrücke können täuschen. Töte den alten Nebling und lass nicht zu, dass Mewe stirbt. Na dann, ein Rätselkampf. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Töte den alten Nebling. Hat nur 45 und lass nicht zu, dass Mewe stirbt. Wir haben jetzt hier einen Haufen Palisaden. Unbeweglich, permanente Zähigkeit und verdammt. Königin Mewe, Mensch. Okay. Generiere zu Beginn des Zugs 2 Neblinge. Wir haben 2x Revien-Sapeur. 2 Schaden können wir einer Einheit zufügen. Wenn sie zerstört wird, können wir das Ganze nochmal machen. Wir können Feuer erschaffen. Wir können ein Karten hin und her schieben und ihnen dabei auch Schaden zufügen. Kann sein, dass uns das hier noch interessant, dass das noch interessant wird hierfür. Wir haben eine Wagenburg. Und wir haben einen lyrischen Haiduk. Gibt der Karte rechts eine Ladung. Das wäre dann hierfür was. Das heißt, wir beginnen mit der Wagenburg. Ach, keine Fähigkeit. Okay. So. Die können wir jetzt quasi ja um 3 nochmal aufladen.
Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Nein, weil sie unbeweglich sind. Okay. Dann müssen wir das nochmal neu starten. Und wir fangen trotzdem mit der Wagenburg an. Wo haben wir denn groß Verschiebungen drin? Eigentlich ja gar nicht. Im Grunde macht es ja auch Sinn, möglichst frühzeitig das Feuer zu werfen. Das könnte jetzt wehtun. Wir müssen ihn hier besiegen. Wir könnten es auch hier rauf werfen. Verschiebe diese Einheit jeden Zug am Ende des Zugs eine Reihe in Richtung deines Gegners. Befindet sich diese Einheit in der Nahkampfreihe, zerstöre stattdessen eine zufällig gewählte Palisade. Ah, und wenn eine Palisade kaputt geht. Wenn alle Palisaden kaputt sind, dann wird Mewe getötet. Und wenn sie kaputt, wenn sie sterben, dann werden sie, fügen sie dem alten Liebling Schaden zu. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Wir können einen zerstören. Ja, ich glaube. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Jetzt ist ein ganz guter Moment dafür. Und wir verschieben nur diese hier. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich den hier benutzen. Ich brauche drei Eimer. Dann macht der einmal kaputt, zweimal kaputt und da haut er drauf. Aber der geht ja gleich auch durchs Feuer kaputt. Aber leider sind die zuerst dran und dann erst das Feuer. Wieso macht das Feuer nichts? Ah, nur mit einer Chance von 33%. Das ist natürlich nicht nett. So, dann... Der. 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 Und dann müssen wir jetzt die Wagenburg spielen. Ja, und einen Nebling müssen wir noch kaputt machen. Das kriegen wir aber, glaube ich, auch nicht hin. Shit. Links, rechts, links. Der kriegt jetzt zwar eine Ladung, aber er kann nur einen Schaden machen. Das ist zu wenig. Ich muss die Wagenburg eher spielen. Ich muss die Wagenburg eher spielen, also eher auslösen. Aber ansonsten hat es ja ganz gut gepasst. Vielleicht nehmen wir auch das Feuer zuerst. Ne, wir spielen zuerst die Wagenburg. So. Dann Feuer nach vorne. Da sind schon wieder zwei Palisaden weg. So, ein Nebling ist schon mal weg. Jetzt könnten wir rotieren, wobei rotieren bringt uns jetzt gerade nichts, weil die jetzt alle schon vorne stehen. Aber wohl, wir könnten sie nach hinten ziehen, das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Dann machen sie da jetzt auch keine Probleme gerade. So, jetzt wäre ein Moment, wo man die Wagenburg spielen könnte. Und wir könnten hier die Ladung auch mal wieder auffüllen. Ja, sehr schön, der ist weg. Ja, dann können wir den hier spielen. Ich brauche drei Eimer-Nägel. Dann können wir hier einmal draufhauen und da einmal draufhauen.
jetzt könnte es eventuell passen. Ja, jetzt passt es. Denn jetzt können wir hier einfach mit der Wagenburg draufhauen und dann haben wir es schon. Und dadurch, dass wir mit Feuer ein bisschen Glück hatten, haben wir noch eine Karte übrig. Ansonsten hätten wir es mit der machen können. So. Dieser Wald gehörte den Aen Seide. Verschwinde hier sofort, verfluchte Däune. Oder du wirst für alle Ewigkeit hier bleiben. Ich finde das alles zu leicht. Es sollte doch schwerer werden. Das dachte ich auch. Aber vielleicht geht das ja auch erst beim Neustart. Aber ich habe eigentlich auch nichts dagegen, dass es jetzt... Also, vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen an der Lernkurve. Ne? Am Anfang habe ich mich ja doch sehr schwer getan. Mittlerweile. Mewe und ihr Gefolge näherten sich dem Moderwald. Es war ein dichter, alter Wald, dessen Bäume mit ihren verwobenem Geäst die Sphärenkonjunktion erlebt hatten. Erst zu der Zeit König Wiedemons wurde eine Straße durch das urzeitliche Dickicht verlegt, um die Reise von Rossberg nach Aldersberg um ein gutes Stück zu verkürzen. Selbst in Friedenszeiten ist die Straße gefährlich, sagte Reiler. Nun? Nutzt sie keiner mehr. Am Rande des Waldes, neben der Straße, stand eine gewaltige Weide. Ihre Äste hingen bis auf den Boden und verdeckten den Stamm wie langes Haar das Antlitz einer Frau. Mewa hatte eine düstere Vorahnung. Sie mochte den süßlichen Geruch nicht, den der Baum verströmte, und auch nicht das metallische Surren von Insektenflügeln. Also schickte sie einen Späher vor. Der schob die herunterhängenden Äste beiseite und taumelte zurück. An den Baum waren Menschen gebunden, bedeckt vom Baumharz, das aus zahlreichen Löchern im Stamm sickerte. Der intensive Geruch hatte Schwärme von Insekten angelockt, Fliegen, Wespen, Bienen und Käfer. Sie krochen den Gefesselten in Ohren und Nase. Eldain heißt uns willkommen, flüsterte Reiler. Mewe trat vor und sah, dass die Gefesselten noch lebten. Diejenigen, die von den Elfen erst vor kurzem gefangen worden waren, flehten um Hilfe. Jene, die schon länger dort waren, folgten der Königin nur mit irrem Blick. Tja, die Gefangenen befreien oder Abstand halten, aber wir sollten sie befreien, koste es, was es wolle. Wollt ihr etwa nur dumm rumstehen? Schrie Mewe ihre verdutzten Lyrier an. Befreit sie! Schnell! Ihre Soldaten brauchten keine weiteren Befehle und schnitten die Fesseln mit ihren Messern auf. Sie hatten gerade den ersten Gefangenen befreit, der noch nicht einmal ein Wort des Dankes ausgesprochen hatte, da schlug ein Flammenpfeil in den Baum ein. Das Harz fing sofort Feuer und hüllte sowohl die Gefangenen als auch die Soldaten ein, die sie retten wollten. Kampfschreie in der älteren Rede ertönten aus dem Wald, als die Elfenkrieger in den Kampf stürmten. Nilkaemsia! Eine Falle! Rief Renar. Beschützt die Königin! Tja, schade. Verkürzter Kampf. Die Lyrier fochten in einem veritablen Inferno in erstickendem Rauch, der eigenartig rot schimmerte und inmitten von Schreien derer, denen die Haut zu schmelzen begann. Die angreifenden Elfen wirkten wie Geister mit ihren schwarz bemalten Gesichtern und dem glühenden Hass auf die Menschen in den Augen. Na dann. Runde 3, Schlacht dauert nur eine Runde. Es ist interessant, dass wir die Schatzkarten, dass man die immer am Anfang hat. Tja, was nehmen wir denn? Den würde ich halt gerne mal ausprobieren. Den nehmen wir mal raus. Die Frage, ne? Was brauchen wir jetzt? Drei Schleuderer. Die sind leider kein Blitz, aber die sind Blitz, die können also kommen. Die Frage ist, brauchen wir vier Schleuderer? Wahrscheinlich nicht. Gut, einen davon finde ich gut. Feuer finde ich gut. Drei Schätze sind mir eigentlich zu viel für auf die Hand zu haben. Die ist nochmal ganz nett für Punkte. Alchemist. Konfekt!
Konzentriert euch. Wir haben Spion gekriegt. Lasst euch nicht durch euren Schock blenden. Ah, okay. Und durch die Entscheidung brennen wir jetzt hier. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Links, rechts, links, rechts. Da holen wir den erstmal. Wir müssen gucken, was der noch kann. Generiere zu Beginn der Runde in allen gegnerischen Reihen Feuer. Also wir haben immer Feuer, egal was passiert. Und wir sollten es ihm gleich tun. Verliert nicht den Kopf. Füge einer Einheit 2 Schaden zu. Wurde sie bereits verbessert, füge ihr stattdessen 6 Schaden zu. So, wir haben so einen Kollegen. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Ne Deune bekäme erst. Okay, noch so eine. Tötet sie alle. So. Wir spielen den streunenden Menschen. Still. Und ja, wir spielen sie auch, dann haben wir da schon mal die Stärke drauf. Dann können wir sie mal wahrscheinlich nochmal einsetzen. Oh, das ist nett. Hä, wieso verbessert er denn unseren Spion? What? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut, habe ich auch überhaupt nichts gegen. Wir kriegen sie alle! Tja, hat er uns jetzt einfach den Spion verbessert. Wir werden unsere Stärke beweisen! So, die müssen jetzt langsam alle weg. Verbessere diese Einheit um 2, wann immer eine Einheit zerstört wird, die kein Elf ist. Das Spiel sagt, ja, ich erkenne, glaube ich, nur, das ist eine Karte auf meiner Seite. Ja, ich denke auch, China, dass der die KI-Logik hinterlautet, nimm die beste Karte auf deiner Seite und wende darauf diese Karte an. Ja, habe ich nichts gegen. So, wir versuchen jetzt mal den falschen Florin. Und ich möchte, dass diese beiden sich duellieren. Und damit haben wir jetzt eine Karte weniger. Warum jetzt die gewonnen hat, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall der gewünschte Effekt, dass eine von diesen beiden blöden Karten weg ist. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Ja, da haben wir natürlich noch eine. Wir verlieren hier extrem viel. Das ist unangenehm. So, Zeit, den hier zu setzen. Ach ja, wir müssen auch wieder selber schleudern, aber das macht ja nichts. Ah, da kriegen wir wieder Feuer auf uns drauf. Das ist echt bitter. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Ein Unwetter, das ist schön. Oh, der hat auch gerade 20 noch. Dann sollten wir vielleicht auch die Chance noch nutzen und den Merlot spielen. Weil verschieben wollte ich die jetzt natürlich auch nicht. Was? Okay, er spielt einfach eine verdeckte Karte. Ach, wir haben Spion. Füge benachbarte Einheiten nach 2 Zügen zu Beginn des Zugs 6 Schaden zu. Wird dabei eine Einheit zerstört, verschiebe diese Einheit auf die andere Seite des Schlachtfelds. Wenn keine Einheit zerstört wird, behalten wir sie. Okay. Hä? Wir schieben den mal weg. So, wo kommt jetzt das Unwetter? Alles in Ordnung? Ah, das ist nicht gut. Jetzt wird nämlich ein einer zerstört. Schon mal ein Stein mit den Zähnen. Das heißt, wir können jetzt aber. So. Jetzt wird dann keine Einheit zerstört und dann sollte es eigentlich. Ach, der bleibt ewig hier. Das läuft nicht ab oder so. Ja gut, dann machen wir jetzt die Kriegstänzerin nochmal weg.
Überfall. Wenn der Gegner das nächste Mal eine Einheit mit höherer Stärke ausspielt, drehe sie um und füge ihr so viel Schaden zu, dass ihre Stärke der Kriegstänzerin entspricht. Deswegen hat der nur noch 3. Damit. Tod den Deune! Jetzt haut er noch eine 12er Karte raus. Sieht nicht so gut aus. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ich glaube, das wird nichts. Weil der geht gleich rüber. Ich verfüttere dich an die Krähen! Neuformierung verhindern! Erledigt die Verwundeten! Hat doch gereicht. Es hat gereicht. Das war aber echt knapp. Nach dem Kampf überblickte Mewe das Chaos. Noch immer außer Atem. Der Geruch von Blut, Harz und Asche hing in der Luft und ließ ihren Magen und Kopf rebellieren. Die Skuyatel. Ich wusste, sie sind grausam, aber... sagte die Königin und steckte ihr Schwert weg. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Die schwarze Raila zog mit einem düsteren Lächeln ihre Klinge aus einem der Elfenkrieger. Das Schlimmste kommt noch. Danke, Ursel. Die Königin formierte ihre Soldaten neu und marschierte in den Moderwald. Die Lyrier sangen keines ihrer üblichen Marschlieder. Stattdessen achteten sie schweigend bei jedem Schritt auf ihre Flanken. Puh. Was für ein Kampf. Schöner Einstieg jetzt zu den Skoyatel. Hier hinten haben wir auch nochmal einen Kampf und ein Rätsel. Und das hier ist dann jetzt also das Gebiet der Skoyatel. Erst ganz am Ende kommen wir hier hin. Obwohl, da geht es ja auch noch weiter. Okay. Also die Hälfte vom Sumpf, würde ich sagen, haben wir jetzt ungefähr. Ja, ich glaube, knappe Hälfte vom Sumpf. Ich finde ja, dass das jetzt wieder ein sehr schöner Moment ist, um an dieser Stelle zu beenden. Genau, dann machen wir nächstes Mal an der Stelle weiter. Nächstes Mal heißt höchstwahrscheinlich dann übernächste Woche. Genau.